meine verehrten Zuschauer an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für jeden einzelnen von euch und ihnen. Heute werde ich Warschau an mich reißen, sowie Amsterdam. Das ist das Ziel, das ich mir gesteckt habe und das ich mit bedingungsloser Härte erreichen werde. Zu diesem Zweck werde ich Bomber benutzen. Werde ich meine Marine benutzen. Schlachtschiffe. Zerstörer. Panzer. Und die Wehrmacht. Hier werde ich die staatliche Hochschule in einer Runde fertigstellen lassen. Warum? Nationales Wunder mag Zufriedenheit zu einem späteren Zeitpunkt bringen. Ein weiterer Bomber aus Berlin ist einsatzbereit. Und Artillerie ebenfalls. Die ich allerdings nicht nach Amsterdam schicken werde, sondern nach Warschau. Angriff mit dem Flugzeug. Ansonsten werde ich noch warten. Wassermühle in Hannover. Dann ein deutscher Panzer. Arsenal in Breslau. Ein bedrohlicher Positionskrieg. Direkt vor Warschau. Könnte den Gegner vielleicht schon zu gegebenem Zeitpunkt einschüchtern. Kleine Blockade hat noch nie jemandem geholfen. Artillerie. Deutsche Artillerie, auf die ich höchst stolz bin. Geplündert und geheilt. In Hamburg werde ich mich wohl oder übel einem Arsenal widmen. Den Fall, dass Churchill es sich anders überlegt und mich mit einem kleinen Angriff überrascht. Ein Flugabwehrgeschütz, das ich in Köln positioniere, für den Fall, dass irgendjemand den Fehler begeht und Flieger losschickt. Amsterdam sollte in der nächsten Runde fallen. Wenn denn alles gut läuft. Möglicherweise kann ich Stalin zu einem Krieg gegen Polen überreden.
Den hätte ich vielleicht gleich von Anfang an ins Boot holen sollen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann doch etwas voreilig, weil gelangweilt. Winston Churchill hat eine Armee gewassert, um eine andere Zivilisation überraschend anzugreifen. Ich frage mich, welche Nation das wohl sein könnte. Wehrmacht schicke ich gleich heim. Hier werde ich die Sofortheilung in Erwägung ziehen, um Amsterdam möglichst baldig erneut angreifen zu können. Und da ist Amsterdam gefallen. Präsident Wilhelmina von Niederlands ist dahin geschieden. Bomber werde ich zu diesem Zweck zurück nach Poznan holen. Die Artillerie gegen Warschau einsetzen. Und die Zerstörer werde ich bereithalten, falls Winston Churchills Einheiten sich überlegen, mich angreifen zu wollen. Danzig. Ich einen Bomber bauen. Und darüber hinaus möglicherweise eine Fabrik. Deutscher Panzer. Bei einem totalen Krieg kommt alles darauf an, möglichst gut ausgerüstet in den Kampf zu gehen. Fürchte nämlich, dass ich an dieser Stelle viele meiner Einheiten verlieren werde. Okay. Ich musste Frieden mit Borland schließen, weil irgendein Tölpel von einem Verbündeten Frieden mit Warschau geschlossen hat. Das bedeutet, dass ich jetzt für 10 Runden keinen Angriff auf Borland mehr führen kann. So viel zu meinem Blitzkrieg. Danke, Italien. Danke, fetter, bärtiger, arabischer Mussolini. Das hat den Plan für die heutige Episode vollkommen zunichte gemacht. Was bedeutet, dass meine Aggression dir gegenüber dann doch ein bisschen gestiegen ist. Ich denke, es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass ich auch dich vor den Augen deiner Familie, deiner Freunde, deines gesamten Volkes exekutieren werde. Prinz Fekal der Zweite möchte gerne Aluminium gegen Perlen tauschen. Aber ich werfe keine Perlen vor die Säue. Eine vollkommen frustrierende Runde soweit. Ganz abgesehen. Doch glücklichen Fakt, dass Amsterdam gefallen ist und nun mir gehört. Ich hatte mir gehofft, dass der Holländer Vernunft annimmt und an meiner Seite gegen den Rest der Welt kämpfen wird. Scheint leider nicht der Fall zu sein. Auch nicht trotz der gemeinsamen Sprache. Ich sage mal fast gemeinsamen Sprache.
denn viel davon ist ja doch eher lächerlich. Gut, der erzwungene Frieden mit Ballen kann mir natürlich helfen, um mich in geeigneter Weise vorzubereiten für einen totalen Krieg gegen Warschau mit möglichst vielen Bombern. Ich mag Bomber. Bomber sind so flink und gewitzt und effektiv. Gut, dann werden wir diese Runde nun zu einem eigentlich viel zu frühen Zeitpunkt beenden und uns anderen Spielen widmen. Denn jetzt habe ich, um es im Volksmund zu sagen, die Schnauze voll. Ich danke euch trotzdem für eure Bereitschaft zuzusehen, wie ich mich wild um mein Leben klicke, um die deutsche Armee zu benutzen, um Stück für Stück jedes Stückchen Land auf Europas Karte zu beanspruchen. Und dazu ganz sicher nicht die freundliche Variante zu wählen. Bis zum nächsten Mal. Euer Adolf Hitler.